Oh, da bin ich runtergefallen. Hebst du das bitte hin wieder auf? Manuel, das macht man nicht. Geh da bitte hin und räum das wieder auf. Du bist hier nicht zu Hause. Ein bisschen Sonne ab. Wiener Stadt. Wir haben immer noch nicht genug Sonne, ne? Wir können echt, wie gesagt, ne? Ich könnte da leben, wo es richtig heiß ist. Ich habe vorhin einen Kommentar gelesen und du sprichst mir aus der Seele. Schnell genug haben wir wieder grau, kalt, Regen, Matsch und dann halten sie alle die Schnauze. Dann sagt nämlich keiner was. Ja, aber das wird ja nicht so sein. Die werden ja trotzdem immer wieder dann jaulen sie darüber, dass die Straßen glatt sind, dass es schneit, dass es zu kalt ist, dass es zu nass ist. Ja. Es ist egal was, es ist verkehrt. Wir haben echt den Sommer des Jahrhunderts. Das ist wirklich so schön, ne? Also ich kann mich, glaube ich, wirklich dran erinnern. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen, schönen, sonnigen Sendung. Genau. Ich bin heute ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ein bisschen, du weißt auch nicht. Müde, was... Was denn, das ist noch ein Bus? Oh! So bin ich immer, ne? Ich hasse das. Ich denke immer, der fährt einem dann rein. Warum sollte der uns reinfahren? Ja, dass der aus irgendeinem Grund das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hat. Da hat er doch nichts von, wenn er uns reinfährt. Oh, Mann. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Ich meine, solche Tage gibt es ja auch. Ich kann auch nicht immer lustig sein, Leute, ne? Heute ist so ein Tag. Du bist so unlustig heute. Ja, heute ist so ein Tag. Heute du bist so lustig. Du bist so lustig wie eine Nagel in den Kopf. Ich wollte um 6:30 aufstehen, damit ich richtig viel Zeit habe. Stopp. Intervention. Ich interveniere. Du willst jeden Tag um 6:30 aufstehen und stehst keinen Tag um 6:30 auf. Und das Ganze, jetzt kommt es, das mache ich seit 30 Jahren. Seit über 30 Jahren. Seitdem ich in den Kindergarten gehe, komme ich nicht aus dem Bett. Ja, du bist nun mal so eine kleine Schnarchliese. So, dann klingelt mein Wecker. Er klingelt um 6:30. Da habe ich gedacht, ja, fahr jetzt, Mann. Wieder so ein Scheißbus. Ja, was will er denn jetzt? Siehste, er zeigt mir einen Daumen, er hat mir einen Daumen gezeigt, weil er sonst mit seinem... Hier. Weil er mit seinem Kavenzmann doch sonst nicht um die Ecke kommt, wenn ich jetzt weiterfahre. Ja, ich habe ihn noch extra vorgelassen. Käsegesicht, ne? Holländer. Arriva ist das. Nicht böse gemeint, ich liebe Käse, ne? An alle Holländer. Ich liebe Käse, ne? An alle Niederländer, die hier auf dieser Kanal sind. Alle, die hier auf diesem Kanal sind, für Holländer. Ich liebe Käse. Obwohl die Holländer Käse ja bei uns kaufen, ne? Oder wie war das auch nochmal? Ja. Genau. Und was wollte ich jetzt sagen? Sie, die direkt hinter der Grenze wohnen? Ich habe meinen Wecker um 6:30 gestellt, dann hat der geklingelt. Dann habe ich gedacht, ach komm, Viertelstunde kannst du noch, das kriegst du noch hin, dann hast du immer noch genug Zeit. Um 15:45 klingelt er, da habe ich gedacht, wenn du um 7 aufstehst, dann kannst du immer noch gemütlich den Kaffee machen und dich fertig machen und so. Ab 6:50 wird es dann brenzlig. Um 7 klingelt der Wecker nochmal. Ich denke, scheiß drauf. 6:50. Da war es natürlich wieder viel zu spät. Ne? Alles wieder im Stress gemacht. Wohnzimmer habe ich nicht mehr aufgeräumt. Betten nicht gemacht. Da sieht bei uns zu Hause aus wie ein Bombeneinschlag auf einer Müllhalde. Nee, so sieht es bei uns nie aus. So sieht das bei uns aus. Nee. So sieht es bei uns nie aus, weil ich werde auf jeden Fall, abends, was ich wegräumen kann, räume ich weg. Und wenn ich morgens aufstehe und im Wohnzimmer stehen noch irgendwelche Flaschen, die werden auch sofort weggeräumt. Das mache ich immer. Einschlagsmülleimer aus. Genau. Und du könntest dich auch mal wieder rasieren und die Haare frisieren und schneiden. Ja, doch ein Fell. Ja, er hat doch ein Fell. Ja. Er hat doch ein Sommerfell. Ja. Oh. Zum Sommer sei noch so viel gesagt. Es ist Sommer, Kinder. Was gibt's sonst noch? Ja, Manuel will unbedingt, dass ich mir ein Kleid kaufe. Ja. Weil wir nächste Woche Samstag auf eine Hochzeit müssen. Und ihr wisst ja, ich und Kleid. Bei meinem Patentantchen. Best Friends. Ja. Mhm. Aber nicht. Ich bin dafür, du trägst ein richtig schönes sommerliches Sommerkleid. Ja, und dann habe ich ein Kleid gefunden bei
Bonprix bei Bonprix. Hattest du was gefunden? Hast du mir gar nicht gesagt. Zitronenfalter. Ach das, das finde ich super. Das finde ich und das Kleid schön. Ist gelb. Nee, das Kleid ist, welche Farbe hat weiß. Das gerade? Das Kleid selber ist weiß. Genau, weiß und da sind gelbe Zitronen drauf. Und ich finde, dass das für eine Hochzeit einfach ein bisschen zu sommerlich ist. Muss das nicht ein bisschen feierlicher sein? Ich finde heutzutage... Also wenn ich ein Kleid anziehe, dann würde ich das eventuell anziehen, aber dann muss es auch das sein. Und ich glaube nicht, dass wir hier in der Stadt bei C&A das bekommen. Nee, aber bei C&A hatte ich auch so ein paar ganz schöne gesehen, die gar nicht... Da waren ein paar schöne. Zumindest online hatte ich das geguckt. Ja. Aber ich fand, um ehrlich zu sein, das Kleid mit den Zitronen schön. Und das kann man, glaube ich, auch problemlos auf eine Hochzeit tragen, wenn du so ein Wetter bei einer Hochzeit hast. Ja, wenn es dann so ein Wetter ist. Nachher ist ein Scheißwetter, dann habe ich wieder nichts zum Anziehen. Scheißwetter, wir haben seit... Und ich mit meinen Knubbelknien, ich mag sowieso kein Kleid anhaben. Wir haben seit 3 Monaten Sommer und da meinst du, der eine Tag wird schlecht. Weißt du, was krass ist? Ich habe ja immer kalte Füße, ne? Ja. Und ich habe seit, ich glaube, 4 Wochen keine Socken mehr angehabt. Zu Hause nicht, das bei der Arbeit so. Nicht. Das ist wirklich schon krass, oder? Und ich wundere mich, was hier so riecht. Ja. So, jetzt sind wir schon in der Stadt. Wir melden uns dann gleich nochmal. Nee, und wenn es heute nicht so lustig wird, dann liegt das mal an mir. Weil aber er hier. Wenn du nicht lustig bist. Er hier zieht uns dann aus der Scheiße. Hoho! Das habe ich absichtlich getan. Ach so. Ich wollte eben gucken, also, ob du darauf reagierst. Du siehst auch so ein bisschen fertig aus. Das Hemd hier so halb aufgeknüpft hängen. Da kommst du nicht rein. Natürlich komm ich da rein. Da kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Natürlich komm ich da rein. Da komm ich ganz geschmeidig rein. Ganz geschmeidig. Was ich gemacht habe, ich habe der Hauptperson des nächsten Abends eine Sprachnachricht geschickt. Warum? Ob sie schon aufgeregt ist. So ein bisschen. Sag jetzt nicht, du hast jetzt gefragt wegen Kleid. Doch, das hast du jetzt nicht getan. Das habe ich getan. Ich habe jetzt gefragt, was denn kleidungstechnisch so angesagt ist. Und dass, ja, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dort hochgeschlossene Abendgarderobe angemeldet wäre. Okay. Und da werde ich dann gleich eine Antwort drauf bekommen, eine entsprechende. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Was soll das jetzt, die dicken Stücke hier drin? Können Sie gleich einen ganzen Salatkopf da reinballern, oder? Das ist ein ganzer Salatkopf. Das ist einmal in der Mitte durchgeschnitten, klar. Finde ich unmöglich. Tut mir leid, dass ich das sage, aber... Aber die Leute wollen das so. Was? Dass da riesen Tomaten drin sind und ein ganzer Salatkorb, ja. Oder was? Nee, ganz ehrlich, Leute, guckt euch das mal an, die dicken Knödel hier. Das ist doch ekelig. Was? So, jetzt haben die Meckerfritzen ihren Willen gekriegt. Es regnet. Da hat's geblitzt. Da hat's geblitzt. Natürlich, das ist bei Gewitter nun mal so, ne? Und jetzt soll ich bei Blitz und Donner mir ein Kleid aussuchen? Ja. Ich will aber kein Kleid. Ich fühle mich nicht wohl im Kleid. Du wolltest das unvoreingenommen probieren. Er zwingt mich. Ich will selber ein Kleid. Ich will einen schönen Kilt haben. Achso, ja, dann gucken wir für dich und für mich ist dann erstmal egal. Nee. Ich kann auch eine Hose anziehen. Ja, das ist mir egal, ob du eine Hose anziehst. Ich will ein Kilt. Gibt's hier aber nicht. Nee, hier nicht. Aber ich kann mir doch wo einen bestellen. Oh, es regnet. Ja. Nein, nicht bei Dicky Größen gucken. Ich bin da noch nicht. Größe. Ich bin noch nicht bei Dicky Größe. Wieso denn Dicky Größe? Was hast du mit Dicky Größe? Oh nein, bitte nicht. Nein. Wovon sprichst du? Du bist bei große Größen. Auf sowas achte ich doch nicht, dass da oben so ein Kram auf dem Schild steht. Ich stehe gerade nur nach der Optik. Also ich hätte das Kleid bei C&A gerade genommen. Ich habe vergessen zu filmen, sonst hätte ich euch das zeigen können. Aber im Stehen sah es super aus. Im Sitzen sah es aus, als ob ich im 6. Monat schwanger bin. Sieht er doch. Das war schön, das war leider eine Nummer zu klein. Also ich glaube, wenn es einen Tick größer, eine Nummer größer gegeben hätte, hätte das hingehauen. Ja. Aber in der Kombi leider nicht. Ja Gott, wenn hier eins ist, was jetzt Größe, meine Größe ist. Schwanger. Größe schwanger.
dann ist es halt so, ne? Kann ich es nicht ändern. Aber normalerweise muss ich hier in den Dicky grüßen, muss ich bei den Dicky grüßen nicht gucken. Nee, das ist ja nichts bei. Da ist nichts bei, da brauchst du gar nichts zu gucken. Normales schwarzes nicht. Da ist so ein schwarzes. Aber ist auch so sackig, ne? Das ist sackig. Ja. Außerdem ist das Größe 50. Also da bin ich ja noch sehr weit von entfernt, ne? Aber das kaschiert hier vorne. Das hat hier Abnäher drin. Ja, aber nicht in Größe 50. Dann gibt es das doch bestimmt auch in kleiner, oder fängt das hier 50 an? Ja, wie gesagt, ne? 50? Elefantengröße. Ich sehe schon richtig fertig aus von der ganzen Sucherei hier. Guck mal. Hallo, ein Eichhörnchen. Hallo, ein Eichhörnchen. 1000 andere Sachen hätte ich kaufen können, aber kein Kleid. Ich muss mich ja wohlfühlen, ansonsten bringt mir das ja auch alles nichts. Die Kombi passt. Top. Tippidoppi. Oh, da ist runtergefallen. Hebst du das mit dem wieder auf? Manuel, das macht man nicht. Geh da mit dem hin und räum das wieder auf. Du bist hier nicht zu Hause. Da bin ich deine Putzfrau, aber hier möchte ich nicht, dass das jemand anders wegräumen muss. Dann hättest du das doch jetzt wegräumen können, oder? Hast du auch nicht irgendwie so ein lockeres Shirt gesehen, sowas, was wir bei C&A gerade gesehen haben, so in Rot, dieses? Nee, so locker, flockig. Ich sehe hier nur T-Shirts und Tops und das war's. Aber weißt du, wo die auch schöne Oberteile haben? Wir suchen aber da können Oberteil. Wir jetzt nicht mehr hin. H&M. Da hatte ich auch. Da habe ich auch was Schönes gesehen. Wir suchen aber ja nicht. Bloß das passte halt nicht, ne? Das muss ja auch zum Anlass passen. Aber jetzt zur Hochzeit würde das passen, was ich da gesehen habe. Oh, die haben auch neue Taschen. 15,99. Schlecht, ne? Hä? Die kosten nur noch 2,99 diese Taschen. Aber da ist kein. Aber auf 2,99 ist Reißverschluss. Das Plastik auch zu teuer. Das ist kein Reißverschluss drin. Zu teuer. Das ist zu dünn. Hat H&M denn noch auf? Das ist meine Kette für dich. Eine billige, was kostet die denn? 1 Euro oder was? 2,99. Meinst du nicht? Wo können wir denn noch eben gucken? Ja, bleibt ja nur H&M. Wie lange haben die denn auf? Weiß ich nicht. Jetzt ist es 6:30. Bis 7. Kann sein. Da sind keine Vitamalz im Kühlschrank. Ja, ich habe zu dir gesagt, wir müssen einkaufen. Ich geh. Mach das morgen alles. Morgen? Und was soll ich jetzt trinken? Was ist das eigentlich hier? Gib die mal her. Oder? Willst du so rumlaufen? So rumlaufen? Oder was hat das für ein Sinn? Das hat Swag. Achso. Was ist das hier für ein Mist? Er ist nicht mehr. Was ist denn jetzt? Ah ne, jetzt essen wir ja die Pfanne erstmal, ne? Ja, aber dann musst du nicht zum Alkohol greifen, ne? Gib mir mal die Sorgen her. Ein Leben ohne Alkohol ist kein Leben für mich. Ein Leben ohne Alkohol? Oh, was ist das jetzt? Alle gesund hier, ne? Was ist hier los mit uns? Was ist los? Wir leben ab heute vegan. Ist das Bier vegan? Oh ja. Vegan. Dann ist mir das egal. Kann das sein, dass das Kühlschrank ein bisschen kalt ist? Das Kühlschrank? Mhm. Wo ist das in Irland? Das weiß ich nicht. Ich bin gleich in Highland. Wollte nur noch kurz gute Nacht sagen. Und was war noch? Kleid haben wir nicht gefunden. Ja, der halbe... Nee, gleich gucke ich nicht mehr. Der halbe Feierabend ist jetzt weg, nur wegen dem Kleid. Dann ziehe ich lieber eine Hose an und fertig. Nix. Ich bin da ja nicht so eigen, ne? Das läuft nicht. So, und vorher werde ich mir jetzt noch einen kleinen Hugo gönnen. Den habe ich ja zum Geburtstag geschenkt bekommen. Den werde ich mitschmecken lassen. Und dann würde ich sagen, bis die Tage. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.